Yo, hat da jemand Churchill gesagt? Denn das hier ist eine neue Folge von Churchill. Viel Spaß euch mit dieser Episode Churchill oder Hochel oder bla 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 bla. Okay, gut, wir legen los. Was haben wir hier? Jetzt suchen wir weiter in die Kirsche kommt einfach nicht. Da! Bitte gib uns die Kirsche endlich! Er ist im Loch oben verschwunden. Das Ding ist also in dieses Loch dort oben rechts reingesprungen und nun haben wir hier eine Menge Personen bzw. Alien-Lebewesen, die wir erstmal alle inspizieren müssen. Stinken tut's hier auch. Okay, wir checken mal alles aus. Klicken wir mal jeden Einzelnen an. Hallo, du Grüner. Was macht der? Er scheint wie ein froschähnliches Trampolin zu sein. Oh mein Gott. Okay, also er hat jetzt die Zunge rausgestreckt. Interessant. Probieren wir mal den anderen Großen hier aus. Mal gucken, was der macht. Der macht ja gar nichts. Aber der hat hier unten, ne, ein kleines Auge, was man andrücken kann. Nochmal drücken? Achso, das ist wie eine Rutsche. Den Typen kann man wie eine Rutsche verwenden. Okay, dann was ist mit dem dritten? Was macht der? Okay. Der hat sich auch verändert. Ah, und der kann tatsächlich eine Rauchblase nach oben schieben. Dann nehmen wir mal den hier. Ich glaube, den müssen wir sogar aufheben. Aha. Und den stecken wir mal da rein. Steck ihn rein. Und jetzt draufdrücken. Aha. Okay, Leute. Ich glaube, das ist wie eine Kettenreaktion. Nehmen wir mal den hier. Und ich habe eine Idee. Können wir den da draufpacken? So. Okay. Nee, ich habe eine Idee, wie wir das machen können. Wir müssen den hier wieder nehmen. Den packen wir da rein. Zack. Ah, nee, den müssen wir erstmal einschalten. Okay, 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 relax. Wir legen den nochmal kurz auf den Boden. Dann machen wir das Ding da an. Was ist das? Ein kleiner Floh? Den haben wir... Oh mein Gott. Der sieht aber ganz schön gruselig aus. Okay, das, was ich machen wollte, ist das Ding hier eigentlich wieder einschalten. So, dann haben wir das eingeschaltet. Dann nehmen wir das Ding hier... Und dieses andere Teil, das ist ja da drauf gelandet, ne? Das heißt also, wir müssen also das hier... Nee, warte mal. Das hier müssen wir wieder runternehmen. Und dann müssen wir hier drauf. Dann müssen wir da drauf springen und sozusagen das Ding... Ah, wir müssen da hochrutschen irgendwie, kann das sein? Warte mal, den hier müssen wir wieder einfahren. Und jetzt müssen wir aufpassen. Wie machen wir das? Was passiert, wenn ich das Ding hier nehme und das aktiviere? Aha! Jetzt habe ich den da reingeschossen. Aber er ist wieder rausgekommen. Okay, warte. Wir probieren es nochmal aus. Wir müssen uns selber da rein katapultieren, bemerke ich gerade. Also. Der Kleine muss in die Zunge rein katapultiert werden. Okay, der kleine Grüne muss in die Zunge rein katapultiert werden. Das heißt also, wir nehmen den hier und legen den hier da rein. Dann nehmen wir den hier. Ah, ne, den dürfen wir hier noch nicht nehmen. Den müssen wir erst aktivieren. Dann haben wir den aktiviert. Dann, nachdem wir den aktiviert haben, nehmen wir den so. Dann nehmen wir den, stecken ihn da rein. Nachdem wir ihn da reingesteckt haben, wird der andere katapultiert, nachdem wir das gemacht haben. Der fliegt dann auf die Zunge drauf und ist dann in der Zunge drin. Okay. Okay, 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 okay. So. Jetzt müssen wir... Was müssen wir jetzt machen laut dem... Nein. Hör auf, die ganze Zeit zu labern. Ich wollte mir das, den Tipp da ansehen. Dann haben wir das so, wie wir es jetzt brauchen. Und jetzt aus dem Riesenmaulfrosch muss ich mich da rein katapultieren. Aber wie kann ich mich denn da rein katapultieren? Das frage ich mich gerade. Ah, jetzt! Aha, okay, ich dachte, ich muss immer zu ihm hingehen. Okay, jetzt bin ich drin im Loch. Alles klar. Wupp, 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 wupp. Schönes Ding! Oh ja, die sind auf einmal richtig happy, dass ich gewonnen habe. Dieses Spiel ist ganz schön verrückt. Okay, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Okay. Die Kirsche ist in diesem Vogelnest drin. Klicken wir drauf. Wir könnten ihm... irgendwie einfach schieben. Da hat er keinen Bock drauf. Okay. Wie wär's mit nochmal anschieben? Oh nein. Okay, da hat er uns jetzt auch verprügelt.
Schieben, brutale Schieben, ins Bettchen gehen. Oh, wir können ihm ein Schlaflied vorsingen. Oh, er ist eingeschlafen. Okay. Jetzt können wir die Kirsche klauen. Funktioniert das? Oh, oh, oh. Das ist nicht die Kirsche, das ist der Sohn von ihr. Oh nein. Nein, so leise. Oh mein Gott. Nein, du Armer. Oh, und da ist der Flo und er rennt natürlich mit der Kirsche weg. Wir müssen diese Kirsche bekommen. Oh mein Gott, was haben wir hier? Zahnbürstfleisch. Nein. Okay, das Zahnfleisch ist jetzt mit der Kirsche gemeinsam in einem Becher. Ja, ja, ich verstehe, du willst es haben. Okay, probieren wir mal, Wasser reinzufüllen. Vielleicht geht das ja, wenn wir Wasser reinfüllen. Aber wir kommen nicht hoch, selbstverständlich. Was? Ist das hier Kleber? Können wir den nehmen? Den können wir aufmachen. Aha. Ah, nee, das ist Zahnpasta. Können wir Zahnpasta essen? Was ist, wenn wir nach unten drücken? Okay. Diese Zahnpasta ist einfach zu einer Schlange geworden. Okay. Ist natürlich ein bisschen dumm. Wir essen mal die Zahnpasta. Gefällt ihm gar nicht. Aber die Zahnpasta geht wieder rein. Okay. Das heißt, es ist also... Was passiert, wenn wir die Schlange direkt essen? Geht das? Nee, er leckt nur den Becher ab. Okay. Dann der Gullideckel. Was macht der? Der geht gar nicht auf. Okay. Die Seife, mit der können wir reden. Hallo, Seife. Okay, aber die Seife kann uns auf jeden Fall, glaube ich, helfen. Können wir sie aufmachen? Wir können hochgehen. Und dann sind wir hier oben. Okay, wir können hochgehen und dann sind wir an der Zahnbürste dran. Die Zahnbürste können wir auch hochklettern. Okay. Können wir von hier aus einfach da reinspringen? Mann, wir können das Ding hier einfach umwerfen. Wirf's um! Komm schon! Ja! Oh mein Gott. Niemals hat das einfach so funktioniert. Nein, 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 das Gebiss! Es lebt natürlich. Oh nein. Nein, 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 nein. Okay. Jetzt haben wir ein wildes Gebiss, was da herumläuft. Vielleicht müssen wir die Zähne für ihn putzen. Die Schlange. Wir holen die Schlange raus. Er wird die Schlange jagen. Er wird die Schlange jagen. So, der rennt weg. Was ist mit den Zähnen? Warum kommen die nicht wieder? Ich rede mit den Zähnen. Hey Zähne, was geht? So, und jetzt kommen die Zähne aber zurück. Die Schlange, die Schlange, die Schlange, hol die Schlange. Nein, nicht wieder da reingehen, nicht wieder da reingehen. Jetzt, die Schlange, die Schlange, die Schlange. Hier, die Schlange, fang sie. Fang die Schlange, fang die Schlange. Keiner will die Schlange fangen, warum nicht? Warte mal, ich habe das Gefühl, man kann hier irgendwas machen. Ah, jetzt können wir auf die Zahnpasta, auf die Zahnbürste drauf. Und jetzt sind wir auf dem Hahn oben drauf. Jetzt sind wir drauf. Können wir das aktivieren? Bitte fall nicht runter. Wir sind drin. Wir sind drin, Mann. Was machen wir da drin überhaupt? Der Gulli. Der Gullideckel. Wir haben den Gullideckel geöffnet. Okay. Okay, 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 okay. Sehr nice. Jetzt, was machen wir damit? Auf die Zähne. Nein, nein, nein. Okay. Jetzt haben wir den Gulli geöffnet. Schauen wir mal kurz in einen Tipp rein. Was haben wir da? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das denn? Also, wir müssen auf jeden Fall dieses Ding daraus befördern. Wir müssen den Gulli aufmachen. Wir müssen Seife irgendwie rausholen. Wir müssen die Schlange durch die Zahnbürste... Ah, nee, wir müssen die Schlange zur Zahnbürste bringen. Und wir müssen die Schlange zur Zahnbürste bringen, okay. Und Wasser in den Becher reinmachen. Und den Becher wieder umdrehen. Okay, da gibt es noch einen Pfeil nach oben. Ist das das Drücken sozusagen?
Ja, ist es. Okay. Aha. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir einen neuen Kandidaten hier nochmal. Mit dem Schleim können wir jetzt tatsächlich da ins Glas uns so runterhangeln. Also probieren wir das. Schauen wir mal, wie das klappen wird. Geh rein, Kumpel. Nimm den Schleim zu deinem Vorteil. So. Und die Seife jetzt nehmen. Zum Runterhangeln. Halt dich fest, Kumpel. Halt dich fest. Komm schon. Kann das nicht nehmen? Okay. Ich glaube, ich kenne das Problem. Also, wir müssen nicht nur ein Strahl mit Seife nehmen, sondern wir müssen einfach mehrfach diesen Schleim verwenden, ne? Damit dieser Schleim mehrfach ein Seil bis nach ganz unten machen kann. Das ist eigentlich eine ganz simple Geschichte. Guck, jetzt wird dieser Schleim immer länger und immer länger. Und jetzt kann man da sozusagen runtergehen. Und dann kann man da direkt runterrutschen. Richtung Kirsche. Das heißt also, jetzt nehmen wir den Schleim. Und jetzt können wir da runter. Natürlich. Okay, damit sind wir sicher. Und direkt neben der Kirsche. Woo! Okay, sehr, sehr nice. Sehr süß. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh nein, oh nein, oh nein. Alter, woher kommen denn auf einmal so viele Zähne? Aber wir sind weg. Nice. Lichtschalter. Ich habe gerade für das vorherige Rätsel ein bisschen lange gebraucht. Oh, drück den Lichtschalter. Oh mein Gott. Hä? Wow. Wollen wir nochmal drücken? Komm, drück ihn nochmal schnell. Nein. drück nochmal. Nein. Drück nochmal. Die kann nicht fliegen. Was ist das? Ein Ballon. Los, schnell nochmal. What the fish? Okay. Schnell weg. Ah. Oh, sogar die Kirsche in der Hand. Junge. Schönes Ding. Drei Kirschen? Nein. Jetzt werd mal nicht gierig, Mann. Nein. Geist. Das hast du davon. Das ist das, was Gier aus Menschen macht. Erst wollen sie drei Kirschen. Jetzt haben wir einen Tod vor uns. Hallo? Freundlich oder nett? Böse. Ich habe keine Angst vor dir. Okay. Nett, freundlich. Freundlich sein. Wir sind freundlich. Oh! Alter. Okay. Ich mach mal das Licht einfach mal wieder aus. Drück drauf, Mann, drück drauf. Drück nochmal drauf. Nein.